Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Im letzten Part haben wir hier im Team Rocket Versteck ein bisschen weitergemacht. Und jetzt sind wir hier bei einer Tür angekommen, wo so ein seltsam aussehender Typ mit einem Kramurks drin ist. Vielleicht sollten wir mal dort rein, wenn wir denn überhaupt können. Die Tür ist verschlossen. RGE gibt beide Passwörter ein. Die Tür wird entriegelt. Wer bist du denn? Sag mal. Willkommen in meinem Versteck, RGE. Was? Du willst wissen, wer ich bin? Ich bin Giovanni, der große Giovanni. Wie jetzt? Ich sehe nicht aus wie Giovanni. Wir sehen uns gar nicht ähnlich? Verflixt. Dabei habe ich mir doch solche Mühe gegeben und geübt. Ich bin Team Rocket-Vorstandsmitglied Lambda. Du dachtest wohl, du könntest dich in den Transmitterraum einschleichen. Aber da hast du dich verzettelt. Das Zimmer wird nämlich durch ein besonderes Passwort geschützt. Und dieses Passwort lautet: Lang lebe Giovanni. Jetzt bist du bestimmt baff, dass ich es so einfach verraten habe. Aber das macht überhaupt nichts. Du kannst damit überhaupt nichts anfangen. Bevor du das Passwort nämlich nicht mit meiner Stimme sagst, rührt sich die Tür kein Zentimeter. Er hat uns reingelegt. Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Mal schauen, ob wir den besiegen können. Da hat er nur einen Zubat. Ich wollte gerade sagen, der hat bestimmt starke Pokémon, aber mit einem Zubat wird er nicht allzu weit kommen, schätze ich mal. Flammenwurf muss ich jetzt draufgehen. Ich meine, ich habe ja nicht mehr viel anderes übrig. Denn Irrlicht wird eine lange Zeit dauern, bevor wir das Zubat damit besiegt haben. Und dasselbe gilt auch für Konfustrahl. Deswegen ja. Da kommt noch ein Smogon. Also ich denke, der Typ wird ja echt keine große Herausforderung sein. Ich meine, schaut euch das nochmal an. Gerade mal Level 22? Ernsthaft? Da habe ich mir doch zumindest von dem Vorstand etwas mehr erhofft. Ich meine, der hat jetzt auch ein Pokémon, aber das wird jetzt bestimmt auch nicht deutlich schwieriger sein, oder? Mal schauen. Ein Radikal. Da wir jetzt keine AP mehr haben, müssen wir erstmal wechseln. Mr. Columbo könnte ganz gut Erfahrung gebrauchen, zumindest verglichen mit den anderen. Deswegen holen wir mal ihn raus und schauen, was er hier so machen kann gegen dieses Radikal auf Level 24. Hey, du bist gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Ja, und du bist deutlich schlechter, als ich dachte, deswegen ja. Also man kann doch jetzt schon so langsam mal höhere Level hier erwarten, oder? Ich meine, in der letzten Arena hatte die Arenaleiterin ein Stalos auf Level 35 und jetzt kommen die hier mit irgendwelchen Pokémon auf Level 24 an und das war auch noch sein stärkstes, also, naja. Lambda wäre besiegt. Ich war völlig chancenlos, vergib mir, großer Giovanni. Vor 3 Jahren löste unser Anführer, der große Giovanni, Team Rocket auf und verschwand. Doch ich bin mir sicher, er harrte irgendwo nur auf seine Chance für ein Comeback. Die Niederlage gegen dich jedenfalls juckt mich überhaupt nicht. Denn ohne meine Stimme kannst du die Tür zum Transmitterraum zu öffnen versuchen, bis du schwarz wirst. Und ja, weg ist er. Aber eine Sache hat er nicht bedacht, denn hier ist ein Kramurks. Lang lebe Giovanni! Das Kramurks hat Lambdas Stimme perfekt imitiert, anders als RGE, der jetzt irgendwie das Ganze völlig anders ausgesprochen hat. Aber okay, könnte das etwa... Vielleicht können wir dieses Kramurks zur Hilfe nutzen, um dort reinzukommen. Ist er jetzt hier lang gegangen? Ist ja egal, ich meine, wir kommen so oder so an etwa denselben Ort, oder? Das Kramurks ist dort. Warte mal, gehen wir erstmal durch die untere... Oder kommen wir hierher? Das Ding ist, die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her, deswegen weiß ich das nicht mehr so genau. Ah, okay. Hier haben wir ein Item, und zwar TM46, Raub. Eine sehr, sehr passende TM für das Hauptquartier hier von Team Rocket. Oder zumindest ein Team Rocket-Versteck. Keine Ahnung, ob es wirklich das Hauptquartier ist. Willst du jetzt kämpfen oder was? Lang lebe Giovanni!
Okay, der will gar nicht kämpfen, der lässt mich einfach durch. Der denkt sich auch, boah, nee, keinen Bock mehr. Schon genug gearbeitet heute. Hier müssen wir nicht lang. Wir müssen hier runter. Und zu diesem anderen versperrten Raum. Lang lebe Giovanni! Okay. Und da unten wäre der Raum auch schon, wenn ich mich recht entsinne. Oder jetzt hier links, oder? Oder war das... Nee. Wo war denn der Raum nochmal? Der war hier oben. Okay, es geht weiter. Lang lebe Giovanni! Ich folge einfach mal dem Kramurks. Da kann eigentlich nichts groß schief gehen. Warte mal, bevor wir jetzt hier weitermachen. Sollte ich vielleicht mal Mr. Columbo an die Spitze packen? Einfach, damit wir nicht gleich Nadi draußen haben. Das wäre ein bisschen fatal. Lang lebe Giovanni! Kramurks kreischt das Passwort mit exakt derselben Stimme wie Lambda heraus. Das sprachgesteuerte Schloss löst sich. Und jetzt haut er einfach ab, oder was? Naja. Und was hätten wir jetzt hier? Stehen geblieben! Wenn wir zulassen, dass sich ein Balk wie du hier so aufspielt, wird der Ruf von Team Rocket dadurch immer mehr Schaden nehmen. Das wäre nicht nur schade, sondern eine Schande. Und genau deshalb werden wir hier langsam mal den Schlussstrich ziehen. Du magst noch so stark sein, wenn du es mit uns beiden gleichzeitig zu tun hast, ist das auch für dich das Ende, das Ende der Fahnenstange. Sieh es ein. Tut uns leid, jetzt wirst du zermalmt. Oh. Augenblick mal. 2 gegen 1. Findet ihr das nicht auch ein wenig unausgewogen? Aber was erwarte ich schon von Team Rocket? Ihr lebt ja von solchen Tricks. Tut mir leid für euch, aber ich werde euch an diesem Kampf... Aber ich werde auch an diesem Kampf teilnehmen. Nanu, du bist nicht alleine? Das passt mir aber gar nicht. Ihr frechen Rotzlöffel, lasst euch von mir, Giovannis Vertreterin, eins gesagt sein. Ihr werdet noch früh genug erfahren, was mit Leuten geschieht, die sich Team Rocket in den Weg stellen. Ein Doppelkampf zusammen mit diesem Drachentypen. Interessant. Hier erneut gegen einen Vorstand von Team Rocket, aber auch die haben nicht wirklich viel zu bieten. Und Siegfried mit seinem Dragoran auf Level 40, der wird hier wahrscheinlich kurz einen Prozess machen, oder? Also, ich glaube, Team Rocket hat hier echt nicht die besten Karten, um es mal so zu sagen. Aber naja, die können es ja mal gerne probieren. Gehen wir mal hier auf das Arbok. Oh, er geht auf Fliegen. Sehr, sehr interessant. Mal schauen, ob eine Kopfnuss reicht. Ich glaube aber nicht. Ja, okay. So viel dazu. Ich hatte zumindest nicht Unrecht. Eine Paralyse hier auf unser Mr. Columbo. Konfusion dürfte auch einiges an Schaden verursachen, aber... deutlich weniger als ich dachte, was vor allem daran liegt, dass ich auch deutlich höher gelevelt bin. Gut, greifen wir mal Traumato an. Ich denke eh, dass Dragoran hier die meiste Arbeit erledigen wird. Deswegen ja, brauchen wir uns hier, glaube ich, keine großen Sorgen zu machen, oder? Ein Level-Up für Dragoran. Für Mr. Columbo. Okay, ein bisschen auf Angriff dazu. Und, der geht hier nach wie vor auf unser Mr. Columbo. Ach, die haben ja insgesamt 5 Pokémon. Ich dachte, das wäre jetzt hier schon fast vorüber, aber nee. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, das Dumme ist jetzt halt hier, dass er immer auf Fliegen geht. Deswegen muss ich ihm erst eine Runde Schaden einstecken, bevor überhaupt irgendetwas stirbt. Hat er nicht noch irgendwelche anderen Attacken auf Lager? Das wäre vielleicht ganz hilfreich, aber... Hier, Fliegen auf wen? Auf das... Traumato, das wird jetzt ja auch direkt sterben, genau. Und wir kriegen erneut hier schön Erfahrung. Reicht aber noch nicht ganz für ein Level-Up. Warum gehen denn alle nur auf meinen Mr. Columbo Volltreffer? Ernsthaft? Ach Mann. Ich meine, ich kann einfach auf Nadi gehen, oder? Ich meine, ich kann die einfach verwirren und dann können die mir auch nicht allzu viel anhaben. Und Nadi kann die Erfahrung natürlich auch ganz gut gebrauchen. Von daher machen wir es mal so. Donner von Dragoran. Da hat mir wohl Siegfried gerade zugehört. Und geht jetzt hier direkt in die Offensive, anstatt erst einen Zug mit Fliegen zu warten. Okay. Slimer geht auf Lebensschelle, macht einiges an Schaden. Wahrscheinlich, weil es sehr effektiv... Ja gut, brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
ist halt kein Stab drauf, Attacke an sich ist auch relativ schwach. Deswegen echt nicht der Rede wert. Das Duflo ist auf Level 25. Wir könnten dem jetzt ganz gut Schaden machen mit einer Feuerattacke, aber wir haben leider nichts mehr übrig. Deswegen, ja, etwas blöd gelaufen. Es trifft keine einzige Attacke von mir. Okay, Lehmschelle trifft er erneut. Und Nadi ist jetzt gleich down. Ich hoffe mal, Dragoran ist jetzt hier auf Duflo gegangen. Ansonsten wäre das ungünstig. Oder? Nein! Was machst du denn? Oh. Irrlicht trifft zumindest. Ich hätte vielleicht auf Konfustrahl gehen sollen. Säure trifft beide. Bin ich jetzt down? Ja. Schon wieder ein verdammter Volltreffer. Aber das meine ich eh schon Step drauf, deswegen ist es eigentlich relativ egal gewesen. Gehen wir mal hier auf Gaudium. Ich finde es eigentlich relativ schade, dass man in Doppelkämpfen nicht die Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level sehen kann. Das wäre, glaube ich, finde ich zumindest, ziemlich nützlich. Aber naja, kann man nichts machen. Ich meine, es wird auf jeden Fall doch dorthin passen irgendwie, oder? Einfach alles so ein bisschen nach oben verschieben. Dann wird es auf jeden Fall noch dorthin passen. Aber naja, naja. Haben sie leider nicht so gemacht. Kann man nichts dran ändern. Okay, die wären besiegt. So ein Jammer. Jemand wie du könnte es bei Team Rocket bis in den Vorstand schaffen. Und der andere Typ hat nichts zu sagen. Ach, und wenn schon. Jetzt, wo unser Sendeexperiment geglückt ist, kümmert es mich nicht, was aus diesem Versteck wird. Unsere Sache ist sehr viel größer als all das hier zusammengenommen. Du wirst schon noch sehen, vor Team Rocket nimmt man sich lieber in Acht. Sieh diesen Tag mit Freude, sieh diesem Tag mit Freude entgegen. Und damit wären sie weg. Nimm's mir nicht übel, RGE. Du hast dich eben so ins Zeug gelegt, dass ich mich erstmal zurückgehalten habe. Ja, ich habe schon gemerkt, fliegen erst jede zweite Runde oder was, hä? Na gut, jetzt müssen wir nur noch dieses seltsame Signal stoppen. Und das machen wir hier oben, oder was? Diese Maschine ist an allem schuld, aber ich finde nirgendwo einen Schalter. Dann gibt es nur einen Ausweg. Wir setzen die Elektroball außer Gefecht. Danach sollten auch diese seltsamen Signale nicht mehr gesendet werden. Für diese unschuldigen Elektroball tut es mir natürlich leid, aber uns bleibt keine andere Wahl. RGE, ich kümmere mich um die rechte Seite. Du übernimmst die linke, okay? Wir sollen jetzt hier ernsthaft arme, unschuldige Elektroball umbringen? Habe ich das richtig verstanden? Okay. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich die beste Idee ist, aber... Naja. Versuchen wir das mal. Hier mit unserem Pixel ist zwar nicht allzu stark dagegen, aber wir können es zumindest mal hier versuchen. Oh, das setzt Lichtschild ein. Spezialverteidigung steigt stark, oder steigt zumindest. Deswegen sind spezielle Attacken jetzt nicht mehr allzu stark. Oder geht erneut auf Lichtschild, was gar keinen Sinn macht, aber naja. Wilde Pokémon halt, ne? Naja, naja. Und der wäre auch schon besiegt. Wen hätten wir jetzt hier? Ein weiteres Elektroball natürlich. Ich meine, wir müssen noch zwei besiegen, deswegen ja. Elektroball auf Level 23. Erneut hier mit unserem Pixel. Und wir gehen erneut auf Knirscher. Oder geht auf Walzer. Okay, das sollten wir also möglichst schnell eliminieren. Was ist denn heute mit den ganzen Volltreffern los? Gefühlt deutlich mehr Volltreffer als normalerweise, oder? Naja. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mitgezählt hätte, aber es kommt mir zumindest so vor. Knirscher und down. Wie kann man eigentlich ein Elektroball, ist ja wohl aus Stahl oder so, ne? Wie kann man das mit einem Knirscher irgendwie... Naja, egal. So, ein bisschen Erfahrung, okay, okay. Und hier geht es jetzt gegen das letzte Elektroball weiter. Das ist wahrscheinlich auch auf Level 23. Genau. Und dann gehen wir hier erneut auf Knirscher, insofern es überhaupt trifft. Denn wir sind ja leider paralysiert, deswegen stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht. Und erneut ein Volltreffer. Aber wir treffen trotzdem, also nicht schlecht, nicht schlecht. Und komm, Knirscher, triff, 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 triff.
Das könnte jetzt ja auch so ein bisschen problematisch werden, wenn wir nicht treffen, aber wir treffen. Okay. Damit wäre auch das erledigt. Die Elektroball wären besiegt. So, was jetzt? Bist du auch schon fertig, Siegfried, sag mal? Anscheinend nicht. Ah, okay, doch. Endlich ist dieses seltsame Signal verschwunden. Damit sollte mit dem See nun auch wieder alles beim Alten sein. Das haben wir alles nur dir zu verdanken. Lass mich dir im Namen aller Pokémon Danke sagen. Ach ja, hier, nimm doch bitte das. Das habe ich vorhin gefunden, aber ich habe keine Verwendung dafür. VM05. Das nennt sich Whirlpool. Bringe das einem Pokémon bei, um selbst stürmische Gewässer zu überqueren. Aber ohne den Orden aus der Stadt von Mahagonia City wird dir das nicht gelingen. Aufgepasst also. RGE, man sagt, der Weg zum Pokémon-Champ sei hart und steinig. Willst du es dennoch versuchen? Oh, aber ja. Du hast völlig recht. Wer so leicht aufgibt, hatte wohl auch nie vor, seinen Traum zu verwirklichen. Also dann, bis irgendwann mal. Ha. Das scheint ein sehr interessanter Typ zu sein. Ist hier sonst noch irgendwas? Vielleicht irgendein Item oder so? Anscheinend nicht. Na gut, dann können wir jetzt hier auch schon wieder raus, oder? Ich meine, Team Rocket hat sich jetzt hier anscheinend vom Acker gemacht. Also sollten auch wir dasselbe tun, denn hier ist ansonsten nicht mehr wirklich viel zu holen, ne? Und damit wären wir jetzt hier wieder beim Eingang. Sind die anderen... Ne, die sind jetzt auch weg, ne? Oh, dieser verdammte Klar... Was willst du denn? Hallo? Hier ist Klarin. Guten Abend. Versuche doch einmal ein Feuerriegel mit auf Route 31 zu nehmen. Das wird ihm sicher gefallen. Ich hab kein Feuerriegel. Warum hat er mich jetzt angerufen? Das war eine völlige Zeitverschwendung. Aber... Okay. Dann sollten wir jetzt mal auf ins Pokémon Center gehen. Das ist ja auch jetzt direkt hier. Und mal eben schnell unser Team heilen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für den heutigen Part. Denn als nächstes steht die Pokémon Arena dieser Stadt hier an. Und da wir heute nicht mehr wirklich viel schaffen würden, würde ich sagen, fangen wir einfach beim nächsten Mal damit an. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre wie immer sehr nett. Und im nächsten Part wagen wir uns dann an die 7. Arena von Pokémon Soul Silver. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.